bewerten Sie die gestrige Entscheidung? Also mit der gestrigen Entscheidung haben die meisten ja gerechnet. Es ist eine innenpolitische Entscheidung. Es ist natürlich eine klare Niederlage für Theresa May. Aber was ganz wichtig ist, es ist eine Entscheidung, die zeigt, dass wir in Großbritannien zurzeit Stillstand haben. Die Politik ist in eine Sackgasse gekommen, denn die Nein-Stimmen, die gestern abgegeben wurden, waren nicht nur diejenigen, die gegen das ausgehandelte Abkommen waren, sondern darunter waren auch Hard Brexiteers, die grundsätzlich überhaupt kein Abkommen wollen. Es waren Brexiteers darunter, die teilweise ein anderes Abkommen haben wollen. Es waren aber auch Personen darunter, die ein zweites Referendum wünschen. Und es gibt einige, die haben die Notfalllösung für Irland nicht gewollt. Und deshalb ist das eine Sammlung von Befürwortern und Gegnern des Brexit, die gestern eigentlich diese Entscheidung getroffen haben. Allerdings, eins ist klar, wir wissen nicht, was wollen die Briten. Das haben die mit der gestrigen Entscheidung deutlich gezeigt. Also der 29. März ist das feststehende Austrittsdatum, wie es ja auch in dem EU-Vertrag vorgesehen ist. 2 Jahre nach Angabe der Austrittserklärung folgt automatisch der Austritt. Und hier ist das große Problem. Großbritannien muss sich jetzt schnellstmöglich sortieren, muss sagen, was es will. Einige tönen jetzt, der Europäische Rat muss einen Sondergipfel machen, Europa muss nachjustieren, Europa muss nachgeben. Zunächst mal wissen wir gar nicht, was die Briten wollen. Und es, ich sag mal so, wir können das Durcheinander in der britischen Innenpolitik und die Sackgasse nicht durch europapolitische Maßnahmen auf europäischer Ebene lösen. Da müssen jetzt schon die Briten schnell und vernünftig tätig werden, damit man erkennt, was wollen sie überhaupt. Erst dann ergibt sich ja die Frage, ob und in welcher Form man vielleicht über einzelne Punkte noch verhandeln könne, nachverhandeln kann. Aber das stellt sich jetzt nicht. Ich kann mir vorstellen, es wird zu einem Lieferstau führen. Wir müssen Zollabfertigung haben, Zollpapiere sind auszufertigen, Standards sind gegebenenfalls einzuhalten. All das muss geprüft werden. Das heißt, wo man im Prinzip just in time liefern konnte, muss man jetzt teure Lagerhaltung bereitstellen. Viele Unternehmen, kleinere denke ich, auch in Deutschland, sind mit Sicherheit auch durch diese Entwicklung dann in einer Schräglage. Und hier müssen wir als Bundesrepublik Deutschland, als Europäische Union auch drüber nachdenken, ob wir diesen Unternehmen helfen. A, durch entsprechende Beratungshilfen, wie gehe ich mit dem Brexit um? Und B, auch gegebenenfalls durch Fördermaßnahmen, zum Beispiel über die Kreditanstalt für Wiederaufbau in Form eines Darlehens.